So, ich glaube, Twitcher geht jetzt mal live. Ja. Und wir machen jetzt weiter mit Trash Horror Collection Nummer 3. Mit Last Air. Naja. Schauen wir mal, wie es ist. Nicht wahr? Ja. So. Wir spielen jetzt ein Spiel. Hey, Eckes, grüße dich. Hallo. Ja. Danke nochmal für den Spieletipp. Bitte doch. Jetzt heißt es nur hoffen, dass es auch für die Wix kommt und dann auch noch für die One ist. Ja, da habe ich mir gedacht. Da du ja auch bei Demonologist den Besen schwingen wolltest, dachte ich mir, das ist doch das Richtige. Da kannst du mal richtig hier alles auf Vordermann bringen. Ich habe gerade statt Trash Cash verstanden. Cash Horror Collection Nummer 3. Ja. Vielleicht ist das ja der wahre Titel. Tja, wer ein Spiel zu zeitig kauft, wird bestraft. So, na gut, los geht's. Viel Spaß. Raphael Brasch. Oha. Ich glaube, dann könnte ich mir den Wunsch erfüllen und Horrorhäuser renovieren, siehste? Das kannst du machen. Muss aber original sein. Na, ja, irgendwas mit neu stand jetzt gerade unten da. Du hast Cash gelesen, ich habe aber Cash geschrieben. Was? Trash. Trash. Okay. Aha. Die Bäume sehen auch immer unheimlich aus. Aber wir können wieder fix rennen. Das ist super. Was haben wir hier alles Schönes? Hä? Was ist das hier für ein Boden? Was sind das hier? Okay, das ist ja. Aha. Interessant. Ist darunter vielleicht was versteckt? Die Schattenfinger werden immer länger. Hallo, Rasenmäher. Wer macht denn immer die Kerzen schon an? Das habe ich gar nicht bestellt. Komm, mach zu. Ja, okay. Was haben wir hier? Aha. Aha. Was? Das gibt's doch nicht. Guck dir das an, der Herd verschwindet. Draußen geht's Licht an. Was sind denn das für Tricks? Na gut. Können wir hoch? Nein. Die Sonne scheint. Die Bäume sehen echt irgendwie tödlich aus. Na gut, gehen wir rein. There must be a key somewhere. Boah. Ob bitte nicht wieder so ein Gesuche mit dem Schlüssel, ey. Führe mich zu dem Schlüssel. The hell, ey. War der schon hier drin? Schlüssel? Hier? Rasenmäher, wo sind die Schlüssel?
Ich hatte hier den Brunnen gelegt. Ah, okay. Hier unten? Ich sehe nichts. Trick oder doch Spannung aufbauen? Das ist die Frage. Was nehmen wir? Das oder das? Ja, müssen wir gleich mal gucken, ob wir hier was finden. Ich weiß noch, bei dem einen Horror-Game, da war ja auch der Schlüssel extrem wunderschön versteckt. Ich habe eine kurze Zündschnur. Also, wo ist dieser Schlüssel, ey? Ist vielleicht doch hier drin. Das sieht irgendwie abgebrannt aus. Was ist das für ein Boden hier? Das sieht irgendwie so fleischig aus. Nicht gesund aus. Oder kann ich doch hier hoch? Kann ich hier hoch? Hallo? Nein? Wo ist der Schlüssel? Oh Mann, ey. Liegt ja auch keine Matte. Das kann doch nicht sein, ey. Liegt der hier irgendwo drin? Ja, doch, hier, oder? Mein Gott, ey. Gut, das war zum Glück nicht ganz so verwinkelt. Hey, hallo, ich bin da. Wie geht's? Hä, wie ist denn das gemacht hier? Hallo? Oh, das ist aber verwinkelt hier. Und es ist nichts drin. Das finde ich nicht so toll. Dachte, ich finde wenigstens Socken oder so. Ah. Na gut, da kannst du wenigstens da angucken. Egal, keine Bücher drin. So eine Frechheit. Die Spannung, ja. Hier unter den Holzbrettern. Ah. Oh, da macht das Farben mir umso mehr Spaß. Der wird nicht gefoppt. Ah. I need to cut the grass. It's already started to grow. Das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Ich gucke mich erstmal hier um. Was gibt's denn hier? Chicken Pie? Was? Ach so. Ja, ich hatte eine lange Fahrt. Ich habe Hunger. Das ist der Ofen, der hier ab und zu verschwindet. Aha. Das heißt jetzt zum Rasenmäher. Was ist denn das? Ach, ist das bloß so ein Vorhang? Ach so. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas Totes dann irgendwann liegt. Oder ein Schlüssel. Na gut, müssen wir jetzt raus. Und hier ist kein Geheimgang irgendwie. Ja, immer in die andere Richtung öffnen. Das ist immer gut. Also irgendwas. Guck mal, das ist doch ganz komisch hier. Hier ist doch der Eingang, ne? Ja, hier bin ich reingefahren. Ja, klar. Ja, und ich habe das extra so geschrieben, damit es sich besser reimt. Ja. Reimen ist immer gut. Ja, dann holen wir jetzt mal den Rasenmäher. Hallo. Oh, okay. Ach, hier die Dinger, oder? Jetzt läuft er. Verstehe. Shit. Damn normal. Was ist jetzt los? Naja, der ist halt schon alt.
So eine Maulpipe ist ja gar nicht so schnell. That's better. I'm going to rest and tomorrow I continue with my tasks. Machen wir. Schön. Schön, schön, schön. Zack. Okay. Wow. Gute Nacht. Bett. Und tschüss. Oh, das geht aber schnell. Oder war der Bodenbelag, den ich für die Gemelange nutzen werde, als Oberfläche eines Schrankes? Also oben die Platte. Ach so. Oh Gott, da steht jemand. Da kommt jemand. Zum Geier, was ist denn das? Ist das hier Hans? Oh oh. Oh no. Ah, okay. Ist die Person jetzt noch da? Der Bodenbelag. Was, der hier? Ah ne, der hier, oder? Schwarzer Marmor, weiß durchzogen und in den Bädern weiße an den Wänden. Achso. Ah, das gibt guten Kontrast, ja. Ah, schön, schön. Warte mal, ist jetzt hier was drin? Warum ist hier nie was drin? Ja, den Fernseher lasse ich auf. Warum ist denn hier so ein Vorhang? Na gut. Oh Gott, no, was? Aha. Was? My God, what happened here? This hole seems to have no end. Ah, ich wusste, dass hier irgendwas ist mit dieser Textur. Das sah mir zu komisch aus. Scheiße, was ist denn das? Oh, warte, ist da unten was? Oh. Ich habe irgendwas gesehen. Bäh. Irgendwas Rotes oder so. Hier. Hm, na gut. Hungry steht an der Wand. Keine Ahnung, was es sein soll. Und was soll ich jetzt finden? Oh, wir kommen da. Sieht aber sehr blutig aus. Na, eben, wo ist denn der Typ eigentlich, der hier war? Der war doch hier. Ist er in den Brunnen gefallen? Hallo? Ne, der Eimer steht noch da. Hallo, wer ist denn das? Hallo? Hallo? Yo, Steve. Was geht, man? Gut siehst du aus. Lange nicht gesehen. Was machen die Kinder? Was macht die Dame des Hauses? Komm, ich hab Tee. Steve, was gibt's? Good morning. There's a huge hole in your backyard. It can be dangerous. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. I don't know how this hole got here. Until yesterday, there was nothing. I need some work for your grandfather. I came here to have a look at the well. Great, it would be nice to have clean water to drink. Okay. Man weiß ja nie in der nächsten Bewegung, wann ich
auf den Grill werfen. Aber hier war doch irgendeine Figur. Oder haben wir das noch geträumt? Oh mein Gott, Steve. Steve, mach keinen Unsinn. Ich gehe mal lieber ein bisschen weiter zurück. Und gehe durch den Baum. Oh Gott. Ja, Steve, was ist denn jetzt los hier? Steve. Steve! Was ist denn los mit dem hier? Ich habe diese Kombination schon öfter angewendet, muss er ja ausprobieren, was für uns geht. Ja, auf jeden Fall. Also hat da jemand entweder Hunger oder will nach Ungarn. Genau. Hunger in Ungarn. Steve! Verdammt nochmal. Na gut, ich gehe mal weg. Aber ich habe hier unten noch was gesehen hier. Das ist nicht das. Ja, aber wer hat denn das dran geschrieben? Ach, das war bestimmt der Typ, den ich hier gesehen habe. Der hat das hier dran geschrieben. Na gut. Ich gehe mal wieder. Oh no. Oh no, ich wusste, dass hier was kommt. Feed the hole. Messer. Aha. Wo kommt es her? Press Tab. Oh, wir haben Inventar. Aha. Unequip. Ich habe es trotzdem noch. Ah, okay. Füttern. Okay. Mit was? Was zum Geier ist das hier? Ich gehe noch mal kurz hier rein. Vielleicht gibt es ja hier was Neues. Rasenmäher? Nein? Gut. Mensch, Steve, was ist denn los hier? Was machst denn du jetzt hier? Steve! Oh Gott, ich soll ihn umbringen, was? Nein, das kann ich nicht machen. Ja, ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit. Tut mir leid, Mann. Oh, wow. Wie das Loch lebt oder ist da noch was drin? Oh mein Gott. Fake Body. Ach du Scheiße. Oh, Steve, Mann. Oh no. Throw Body. Steve, es tut mir so leid. Ich springe einfach hinterher. What did I do? I didn't do it. Doch, das hast du gemacht. Niemand hat dich dazu gezwungen. Ja, jetzt können wir bestimmt gut schlafen. Und wieso ist denn sein Auto direkt verschwunden? Was ist denn da? What? Oh, holy shit, ey. Mann, hast du mich erschrocken. Verdammter Idiot. Don't be scared. I'm here to help you. Du Freak, ey. Leich dich nie mehr so an mich ran. Sonst töte ich dich. Ja, du wirst dich schon als Vorbereitung dahingelegt haben. Im Traum. Mann, ey. Are you from the police? I didn't mean to kill that man. I'm not the police. I'm your lawyer. I worked for your grandfather for many years.
What's going on here? Your grandfather fought hard to make this land productive. The creature that lives at the bottom of the hole keeps this place safe and prosperous. What the hell? Was? Eine Kreatur? Okay, dann kann man es auch töten. Also komm. Oh, das ist cool, dass wir hier uns ein bisschen bewegen können hier. Oh, wow. Niemand hat es rausgekriegt. Guck dir das an. Zack. Oh mein Gott. Das ist das Beste hier an der, an dem Spiel hier. Yeah. This is crazy. Does the thing feed on people? The creature needs to feed on the souls and bodies of people. But it needs someone to do this job. Ja, wieso? Kannst du selber rauskommen und die Leute fressen? Huh? You are the last heir. Feed. And you will be fed. If you don't, you will suffer the consequences. I promised my grandfather I would take care of this land, but killing people? This is madness. This is Sparta! Oh, ich kann nicht anders, wenn ich so einen Satz lese. This is your destiny, Dylan. Oder wie man auch sagt, Dylan. You now belong to the creature. Na, das werden wir noch sehen. Wo ist das Drecksvieh? Klar, so als Schlafwandler. Ja. Also eigentlich schon ein Häufchenkiller. Ich bin da ein paar Mal eingeschlafen. Ja, der ist schon. Da habe ich mich noch so kaputt gelacht. Das musst du dir angucken. Das ist absoluter Irrsinn gewesen. Ich habe mich so kaputt gelacht. Guck dir das unbedingt an. Den Rest. Absoluter Irrsinn. So, jetzt habe ich den gefüttert und jetzt gibt es auch bestimmt. Müssten noch die Schubladen voll sein, oder? Ist immer noch da. Oh, how did this corn plantation came. Was? Come about here? This is impossible. Oh, wow. Wow. Aha. Das ist ja unglaublich. Kann ich eigentlich gehen? Nein, ich kann nicht gehen. Na gut. So, hier. Und hier steht es auch nicht mehr dran. Hm. It needs to rain or the whole crop will die. Feed the hole. Ja, schon klar. Ja, und wie soll ich jetzt was essen? Hallo? Oh Gott, wer ist denn das jetzt? Hallo? Guten Tag. Nun. Du siehst überhaupt nicht unheimlich aus. Nun. Von welchem Stream? Vom letzten. Oder guckst du auf der Tube? Das letzte Video an. Das siehst du schon am Bild. Grünes Bild. Good morning, sir. This hole could be dangerous. Someone could fall in there. Good morning, Nan. I'll cover. What's the reason for your visit? I used to visit your grandfather every week, but he seemed strange in the last few months before he passed away. It felt like something was behind him, something really bad. My grandfather was a good person. His body was never found. The police decided to declare him dead. Und wenn der Körper niemals gefunden wird in Spielen, heißt es, die Person ist noch irgendwo. Ich habe fast so das Gefühl, dass der auf der Suche nach der Kreatur ist, damit endlich hier Ruhe ist. Das könnte ich mir gut vorstellen. Geht klar, ja. Alles klar. Hab viel Spaß schon mal. Ja, okay. Can I stay here and say a prayer? Your grandpa would like this. Nein, das möchte ich nicht. Geh nach Hause. Feel free.
Ah. Oh Gott, ich muss die auch umbringen, fällt mir gerade ein, bestimmt. Hungry, schon wieder. Oh Gott, ey. Feed them. Wie soll ich die jetzt direkt so wegmorden? Oh, was gibt's denn hier? Was, das ist denn sein Auto? Wie verrostet auf die andere Seite? So, der kann hier alles öffnen und dann... Kann der hier die Umgebung verändern? Warum sind meine Schubladen nicht voller Zeug? Es regnet bestimmt erst, wenn ich die kalt gemacht habe. Das ist jetzt nicht so cool, aber immer noch Blut dran. Mal kurz hier üben. Hi, hi, hi. Wage es, du landest in dem Loch, du hässliche Nonne. Das ist wirklich mega creepy. Ja, es ist eine Horror-Game, was The Broken Nun oder so. Das ist dann auch mega unheimlich. Aber das sieht die Nonne auch richtig unheimlich aus. So, Schwester des Hauses. Ich mach's auch ganz schnell. Zack! Da freut sich jemand. I'm sorry, Nun. I need rain or my crop will die. Tschüss. Und schon regnet's. Wow. Wie, die Kreatur kann das Wetter beeinflussen? Was ist denn das? Komm, schön Mais. Mit Salz und Butter, warm. Saftig und knusprig. Oh, holy shit. Oh, man. Zum Geier, was? Großvater? Ey, wer bist denn du hier? Was, Robert? Hä? Sorry to appear in my true form. It's me, your lawyer. Wie, wahre Form? Was? You scared me. Why did you come back? I'm doing what you asked me. It's alright. You're getting what you want. A fertile and prosperous land. What happened to my grandfather? He is still alive. Is he still alive, heißt das, nicht andersrum. Your grandfather has been freed. He's free now. Just as you will be one day. Wait, im Moment, der Lawyer ist die Kreatur? Oder ist es hier nur so ein Diener? Huh? Will I see him again? Keep feeding the creature. And your life will be long and prosperous. Wieso, 1000 Jahre alt oder so? Aha. Die ist nicht unheimlich, sondern hässlich. Wobei unheimlich schon, unheimlich hässlich. Ja, ja. Ja. Okay. Gibt's jetzt hier endlich mal was drin? Nein! Das kann nicht wahr sein, ey. The corn grew very fast. I need to harvest soon. Ah, oh, guck an, hier. Sieht aus wie Senfdosen. Können wir jetzt schon mitnehmen? Oh, doch. Immer schön Reihe für Reihe. Können wir auch nichts vergessen. Ja, ist aber nicht so gut jetzt gewachsen hier. Hauptsache die Qualität ist spitzenklasse. Das wird natürlich nur
Ein Teil für mich und ein Teil wird natürlich verkauft, nur mit einer Subscription, ne? Also, ja. Das ist ja alles so easy. Gut. Was ist hier überhaupt? Ist das überhaupt ein Baum? I've harvested enough. I keep it in the pantry. Haben wir da irgendwas? Zack. Nee. Oh, wer kommt denn jetzt? Ich hab auch nie meine Ruhe, ey. Verdammt. Joseph. Joseph. Hallo. I live on the farm on the other side of the hill. Das freut mich für dich. Can I help with anything? Sorry for the inconvenience. Could I have some water? I've been without water in my house for 2 days. Sure, friend. I'll get you water. Und in dem Moment steht Hungry dran. Du Drecksvieh, ey. Ich will dich nicht umbringen. Aber der ist nicht in 4K, also das muss wohl sein. Mhm. Kann ich die Lampe überhaupt mal ausschalten? Geht das? Nein? Gut. Naja. Warum wird... Auf. Ja. Komm her. Nein, das macht man direkt. Oh, kannst du nicht woanders hinrennen? Jetzt muss ich das hier sauber machen. Dafür wirst du bezahlen, dass ich das alles machen muss, du verdammtes Vieh. Tut mir leid, Josef. Ich werde dich rächen. Verlass dich drauf. Ah, ha, 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 ha. Stell mir das Bier kalt. Ja. Nee, das ist alles nur für uns. Irgendwie müssen wir uns ja auch bei der Unterhaltung den Bauch vorschlagen. Natürlich bekommst du auch was ab. Genau. Ja, irgendwas stand hier noch, habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ja. Also ist der Lawyer, ist der Rechtsanwalt jetzt hier? Ach, schlafen. Schlafen ist gut. Da ist er wieder. Er ist der böse Lord. Ja, da taucht er in vielen Spielen auf. So, wo sind wir denn jetzt? Sind wir noch hier? Oh no. Steht hier was? Ja. Warte, ich hab das Messer. Komm her. Für den Notfall. Oh shit. You were a great slave. That. Dylan. Oh nee. Oh, ich wollte ihn eigentlich gerade abstechen. Was? Geht echt noch weiter? Was? Wie tief hat er uns fallen lassen? Hä? Was ist hier? Oh, okay.
Oh Gott, was sind das für Gänge jetzt hier? Bing. Okay, hier ist Schluss. Hier ist Schluss. Okay, das ist ja interessant. Da kann man hier... Aha. Also von hier wären wir wahrscheinlich gekommen. Ah. Gut, dann gehen wir erstmal rot. Und gehen natürlich erstmal woanders lang. Oh, guck an, jetzt komme ich hier raus. Interessant, was hier? Oh, ist das gut? Aha. Was? Also ein Stern jetzt aktiviert oder weggenommen? Oh, Totenschädel. Guck dir das mal an hier. Jetzt weiß ich nicht, habe ich das jetzt freigeschalten, aktiviert oder habe ich das weggenommen, damit ich durchkam? Was ist das überhaupt? Eine alte Kartoffel. Oh, gehen wir mal hier lang. Abseits gehen nennt man das. Hey Sarah, ich grüße dich. Willkommen in der Abendrunde des bittere Kreatur unter der Wiese. Oh. 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 Ja, geh bloß weg. Ach, das ist das Ding. Da muss ich wohl hin. Okay, muss ich nochmal einen anderen Weg finden. Wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Na, was gibt's denn Neues? Aktualisiere mich. Sag mal, laufen wir auf Gitter rum oder so? Wie? Dum, 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 dum. Nicht gut. Ah, jetzt komme ich von der Seite. Was ist denn das überhaupt? Das ist nur... Oder ist das ein... Das ist ein Gesicht? Ist das... Oder ist es nur ein Stein? Der aus wie ein Stein. Ah. Ich möchte jetzt Profi-Gameplay sehen. Wie jetzt erst? Schon die ganze Zeit? Horizon Forbidden West is raus. Ja, das ist der erste Teil, oder? Ja, ne? Ah ja, heute, stimmt, wir hatten uns ja mal darüber unterhalten. Ah genau, heute ist der 23. Ah, oh Gott, oh shit. Oh, jetzt kommt er gerannt. Ich habe zwei gelbe Augen gesehen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich hoffe, ich bin schnell genug. Oh Gott, da ist immer noch einer mehr. Oh shit. Ah! Oh. Was? Okay, diesmal folge ich nur der Farbspur. Es gibt es hier doch immer, Sarah. Twitty zockt immer auf dem Schwierigkeitsgrad Gaming Lounge, also extra, extra, extra schwer. Ja, das darf man nicht vergessen. So ist es. Richtig beschrieben, Elgris. Der zweite endlich auf dem PC. Ah, ja, super, super. Hat ja auch nur eine Weile gedauert. So wie alle anderen Games davon. Hm. Ja, hoffentlich ist da ordentlich was drin und das läuft richtig gut. Hatte ich was vergessen? Ein herrlicher Clip. Ja.
So, hier, okay, jetzt machen wir mal so. Oh Mann, ey. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Aha. Wo führt denn uns das hier hin jetzt? Aber wir sind schnell unterwegs, das gefällt mir. Puh, wow. Ah. Komm, mach den kaputt. Okay, das ist aber jetzt ein bisschen anders als vorhin. Ändert sich das jedes Mal? So, jetzt gehe ich zurück. Jetzt schalte ich die andere Farbe ein. Ich glaube, wir müssen alles durchgehen. Und aufpassen, dass uns hier Kartoffelkopf nicht kriegt. Bam, 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 bam. Wir laufen auf Zehenspitzen, darum ist es so laut. Ah! Scheiße, ey. Hier muss ich das lang, oder? Wo ist denn diese Tafel? Ah, da ist er. Hm, okay. Oh, ich sehe das jetzt gerade. Das ist ein Gesicht. Oh, sind das die? Oh, sind mehrere Gesichter. Mehrere Gesichter im Gesicht. Ist ja wie ein Demonologist. Der Gesichtige, Gesichtige. Sind das die, die ich opfern musste? Sind aber alle Totenschädel. Hat der ist runtergefallen. Fällt der auch runter? Hm. Ich muss ja noch die anderen Farben einschalten. Musst du gerade da lang gehen? Na gut, dann lauf doch mal. Und wie ist es so bis jetzt? So vom Spiel her läuft alles gut? Mit Aloy? Genau, bieg bloß hier ab. Hä? Ah, grün. So, nehmen wir grün. Voll in die falsche Richtung gerannt. Hat die Gedankenübertragung etwa nicht funktioniert? Nicht in diesem Spiel. Ah. Wahrscheinlich öffnet sich das dann auch, wenn man den Part nimmt. Ah, also doch welche dazu. Verstehe. Ich habe nämlich nur den linken geschafft. Oh, hier sind wieder nur Gesichter. Hm. Na gut. Bam, bam, bam. Jetzt wieder aufpassen hier. Oh, shit, shit, shit. Renn, renn, renn. Nein! Oh, verdammt! Oh, das ist doch...
Mann, das ist doch scheiße, wenn er mich einmal erwischt, dass ich danach dann sterbe. Gib mir doch wenigstens eine Chance. Oh. Okay, das ist schon blöd. Ich werde getroffen, kann wegrennen und dann sterbe ich direkt. Das finde ich nicht so gut. Oh no, hier geht's nicht weiter. Ja. Na! Oh! Musst du da lang gehen? Kannst du nicht mal anders lang gehen? Na toll. Ich muss aufhören zu denken, wie soll ich das verdammt nochmal anstellen? Du musst träumen. Träumen. Darum. Puh. Ah, okay. Ah. Der letzte ist dann direkt fürs Tor zum Öffnen. Scheint so was. Naja. Müssen wir mal gucken. Der läuft da stellenweise etwas ungünstig. Da muss ich dann aber schlafen oder willst du wieder eine schlafschreibende Mod? Nein, wach oder nicht wach. Halbe Sachen gibt's nicht. Okay, das hat diesmal gut geklappt. Gehe ich jetzt mal rückwärts. So, grün. Nee. Warte mal, kann ich vielleicht hier rumgehen? Bei dem einen Durchgang ging das. Gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwie auf grün komme. Ah, ja, hat geklappt. Cool. Frage ist, kommen wir dann dorthin raus oder gibt es da nochmal einen Boss-Battle? Ich hoffe, das speichert dann günstig, weil das muss ich sonst sehr unfair finden. Ah, na toll. Da läuft er lang. Ich hoffe, der biegt mal ab. Hä? Aha.
Ach ja, danke für das Wecken heute Morgen, Tweety. Das habe ich dich geweckt damit. Mit der Info. Ja, ich konnte ja nicht zulassen, dass du so lange schläfst. Ich will irgendwann aufstehen. Oh, hier geht's nicht weiter. Oh, bin wieder hier. Jupp, knapp noch 3 Stunden. Boah, was? 3 Stunden? Geh doch woanders hin. Nein, ich muss ein bisschen warten, weil wenn er mich sieht, dann ist nicht so gut. Jetzt schnell. Ja, und ja. Jawoll. Komm wieder mal, wozu wir jetzt. Ach so, das ist bestimmt, dass wir den Weg finden. Genau, nicht zum Öffnen, sondern den Weg. Finde den Weg. Bam, 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 bam. Okay. Ah, siehst du? Ja, ja. Oh, endlich geschafft. Ja, okay. Oh, wow. Wie tief sind wir unter dem Haus? Wer ist denn das? Oh, Saving. Oh, es speichert. Gott sei Dank. Oh, no. Was, Großvater? Ich wusste, dass du noch lebst. Dylan, my dear grandson, it's great to see you. Vorsicht, nicht, dass ich den umbringe. Warte mal. Ich kann das nicht wegnehmen, das Messer. Grandfather? Are you alive? Naja. We need to get out of here. We cannot leave. Now we are part of the creature. Was? We are truly free, eh? This thing made us kill innocent people by controlling our minds. We cannot leave. Yeah. And now we are part of the creature. We are truly free. 50 years ago, I had given up everything. Your grandmother had passed away, and the harvest dried up. Many months without rain. That's when the hole opened up in the earth. I could see the creature and all that. What she wanted was to feed, just like me. I could feed the creature, and in return, it would give me anything I wanted. The only problem was that it fed on human flesh, devouring even their souls.
within their bowls. I was desperate, hungry. I had no choice. I made a deal with her, but the deal could never be broken. And one day, I would be her food. Mm-hmm. So my time came, and I needed a replacement. Someone strong and who could feed the creature. Someone from the same bloodline as me. I chose you, the only who would understand. You're crazy. I don't do this anymore. I can't do this anymore. There's no turning back, Dylan. Ach du Scheiße, der Rechtsanwalt. Was? Das ist die wahre Form, nicht die wahre Form. Hast du gerade meinen Großvater gekillt, du Drecksvieh? Wait, was ist das? Oh, hell yeah. Kann ich überhaupt was ausrichten? Was ist das für ein Vieh? Ey, also was ist denn das? Zum Glück wurde der Telekessler recht schnell vom Herd genommen. So, na das ist gut. Ja, nicht vorher, sondern das ist die wahre Form. Ja, ja. Okay, der hat sich jetzt praktisch geopfert nochmal. Nein. Was? Wieso kann ich nicht schießen? Oh, was ist das für ein Fehler? Ah, doch, jetzt. Warum stirbt man bei diesen Gegnern so schnell? Was sind das für ein Scheiß? Also, das finde ich richtig blöd gemacht. Was ist das für ein Käse? Also, das ist nicht gut gemacht. Oh, das ist doch scheiße, wenn die mich erwischen, ey. Drecksviecher, ey. Hä? Lass mich. Also ich muss sagen, das ist wirklich... Also, ja. Also das ist wirklich richtig... Oh Mann, ey. Also ein paar Versuche mache ich und dann gehen wir zum nächsten, dann ist es ja. Sowas finde ich Mist. Das ist richtiger Mist. Dem wirkt das gar nicht, was? Boah, war das knapp, ey. Oh, du...
Ey, das ist doch scheiße, ey. Was soll denn der Dreck? Oh, Mann, ey. Wie kommt der auf so eine Idee, das so zu gestalten? Das ist doch Mist, ey. Großvater, was hast du nur getan? Die treffen dich. Also noch zwei Versuche und dann hat sich das. So ein Dreck, ey. Du bist doch nicht vergiftet, dass du dann Schaden über Zeit nimmst. Du wirst getroffen, gehst ein paar Meter und stirbst. So ein Scheiß. Oh, ist das? The hell? Das ist für ein Scheiß. Ist das nicht der Schwachpunkt? Hä? Was ist denn das? Are you kidding me? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich habe gesehen, dass dort auf dem Stein rote Punkte waren. Ich muss ihn schon verletzt haben. Okay, genügend Abstand, dann klappt das schon, aber dennoch. Schon ein bisschen blöd. Jetzt muss mal gehen irgendwie. Sehr, sehr komisch gemacht. Naja, letzter Versuch. Das kann ja nicht sein, sowas. Finger weg. Oh, du sollst weg in deinen sechs Fingern, ey. Na, endlich! Nichts hast du gemerkt, dass du getroffen hast. So, der Fluch jetzt gebrochen, sind wir frei. Der schnarcht ja immer noch. Nee, es ist eine Frau, hat er gesagt. Hallo?
Oh, mein Großvater. Und jetzt? Also, ich habe das Vieh besiegt. Wir haben es alle gesehen. Ah. 41 Kugeln, ja, sie erst mal dabei. Ah, wir sind wieder zurück. Cutscene. Na? Ist das Loch jetzt verschwunden? Da ist doch irgendwas, oder? Da war irgendwas. Auf einmal kommt es aus dem Loch gesprungen, ja. Ich bereite mich schon vor. Bestimmt. Letzter Sprung. Ah, wir haben überlebt. Haha. Ja, war auf jeden Fall ganz cool. Es müsste halt bloß die Wirkung geben, dass man Schaden verursacht hat. Story war ganz interessant. Gut, dass wir noch den Großvater gefunden haben, aber leider musste er gehen. So, eins können wir bestimmt noch machen. Und zwar das hier. Christmas Dinner tells the story of two young people who risk stealing a pine tree for their boss on Christmas Eve, but they choose the worst place to try it. Gucken wir mal, wie das ist. Dinner. Okay. It's too cold, bro. Let's go on with it. Are you sure this won't get us into trouble, man? Relax, bro. We need a small pine. If we don't have it, our boss will kill us. There are many pines here. No one will notice if one is gone. There are many pines here. No one. Warum kommt das doppelt? Was soll das? Then you go and I'll wait for you here. I don't want to run into that crazy old man. You can stay there, you coward. I'll be back in a few minutes. Sagt er und kam nie mehr zurück. Okay, da sind wir schon. Oh. Wir übernachten jetzt im Schnee. Oh. Ja. I need to wait for Marky to come back. What, da steht da schon jemand. So, ich muss... Hä? So. Oh, schön. Na, mal sehen, ob er zurückkommt. Wir hören wahrscheinlich nur Schreie des Grauens. He's taking a while. I'll wait a little longer. Na, jetzt weiß ich, warum die BVG auf einmal Buchstaben sparen muss. Hier werden sie verschwendet. Indem die Sätze doppelt gesagt werden, ja genau. Das ist der Punkt.
Die Buchstaben haben mit Sicherheit ausverkauft, ja. Dahin leuchten auch Weihnachtslichter. Okay, warten wir mal hier. Aber sonst sieht es schon schön aus. Shit, I'm going to look with that ass off. Sicher? Brauchen wir vielleicht noch irgendwas vom Auto? Trespassing on my property. I'm sorry, sir. I'm just looking for my friend. You shouldn't be here. I'm calling the police. Please don't do this. I'm just looking for my friend. Your friend is not here. Go away or suffer the consequences. Okay, I'm going. Ja, okay. Kam der plötzlich her? Hallo? Shit, where are you, Marky? I need to go back there and find him. Steht er nur dort? Diese Geräusche sind echt gut. Aha. Hier geht's noch lang. Hier ist er nicht mehr. Was ist das hier? Ah, oh, Pliers. Hey, Flashlight, nice. Okay. Hallo, ist jemand? Mark? Sieht nicht so aus. Gar eine Schokolade mit Cookies hinstellt. Schokolade mit Cookies. Cookies mit Schokolade. Oh. Und gefroren. Ach so. Okay. Wo ist der bloß? Shit, there's a lot of blood here. Oh no. Der hat den gepackt. What, was hier mit dem Blut? Was? Schwebendes Blut? Blutbändiger. Kerze. Was ist das hier? Was ist das? Okay. Oh, ich hab's gewusst. Excellent Hideout. Na? Kannst du nicht in die richtige Richtung aufgehen? Marky, where are you, man? Oh no.
My God, Margie, I need to find the car keys and get out of here. Du Scheiße. Oh, hell no. Oh, shit, man. Margie's clothes. I need to get out of here. Ach, du Scheiße. Knuspriges Beinsteak. Oh Gott, hier kommen wir nie wieder raus. Nie wieder. Ich muss nochmal zumachen. Geht nicht mehr. Oh Gott, er wartet bestimmt draußen. Oh hell, yes. Wir versuchen die Clips immer viral zu gestalten. Yes. Los geht's. Schnell weg hier. Oh Gott, Marky, es tut mir so leid. Oh Gott, da ist er schon, oder? Ma! Cannibal, a human dinner. Was? Ich war am Rennen. Oh, man. Oh, wir leben noch? Also noch? Ach du Scheiße. Mom and I were und so weiter. Now let's eat and party like a good family. I thank God for the food and for our new friends. Ja, also das war wirklich wunderschön. Das war kurz und knackig, aber fand ich cool gemacht. Okay, da hat eine Frau vorher, die war schon ein Skelett. Dann der Marky schon halb angeknabbert und Bier. Wir haben natürlich nicht gesehen, wie wir jetzt aussahen. So, eins können wir noch machen. Ja, das ist auch Schluss. Also, na, soweit. The Backroom SCP. In 1973, the UN discovered the Backrooms, an underworld where no one could escape. They decided then that it would be the best place to trap creatures and entities that could harm our civilization. Ja, genau, da gehen wir natürlich rein. Ist echt clever gemacht. Was? The SCP Secure Containment Protect was then created an organization responsible for detecting and arresting these entities in the back rooms. But things started to go wrong when ordinary people started to fall into this underworld, sharpening the senses of some creatures and setting them free. Great. Oh God, this is ja. Sehr, sehr scharf. Backrooms sind schon unheimlich. Na toll, und schon sind wir drin. What place is this? Ist auch noch gefangen, ja. Oh, Backrooms mag ich nicht. Das ist wirklich ekelhaft unheimlich. Aber das eine, was ich mal gespielt habe, das war schon sehr, sehr cool. Aber mit dieser seltsamen Kreatur. Bäh. Ich habe eins kommen noch, das habe ich mir sogar mal auf die Wunschliste gesetzt. Da kann man, das ist glaube ich eine Besonderheit, man kann sich sogar wehren bei diesen Kreaturen. Und darum fand ich das so interessant, dass man wirklich mal auf die Jagd gehen kann. Und die dann eben genau untersuchen.
Mal schauen, wenn es weit ist, wie es aussieht. Gib bitte in die Einstellung, ich kann nichts machen, das ist extra so gemacht. Hier kann sie nur ganz weit zurücksitzen. Was ist denn das hier für ein Geknarze? War bestimmt gleich irgendeine komische Figur mit irgendwelchen Sirenen-Sound. Ja, hier werde ich bestimmt schnell gehen. Oh. Oh no. Was ist das? Ach du Scheiße. Oh, das ist so ein hier, so ein Forscher. Oh, was ist mit dem passiert? Was? Das Ding direkt durch den Körper. Ach du Scheiße. Oh no. What a strange statue, you scared me. Ach, oh, ich hab voll Gänsehaut, ey. Was ist das für ein Geräusch? Oh, du verdammtes Ding. A lot of people started falling without any explanation. Mhm. Ja. Oh, sind wir in der Vergangenheit? Oktober 93? You have now entered back rooms. I'm accompanied by blah blah. Here because the security of one of the rooms has been breached. Oh, okay. The room houses a highly dangerous humanoid creature, SCP, und so. Und so. Anyway, goes ahead and we follow. Ah, okay. Wir müssen aufpassen wegen dem Abbiegen. Kann ich überhaupt. Ich kann nichts machen. Wir werden alle sterben. What? Achso, okay. Der kann einfach durchgehen. Vielleicht ist der die Kreatur. Hm. Schön zusammenbleiben. Ich habe auch mal einen so einen Trailer, wo auch so eine Gruppe läuft. Und einer geht in so einen Gang hier rein. Und plötzlich kommt wie so ein. Ja, wie soll man sagen? Wie so ein Schub. Und er sieht seine Leute vorbeigehen, wie wir jetzt gerade vorbeigehen, und will zu denen hingehen. Und dann sind die verschwunden. Ja, und der ist ebenso weg und dann ist der hier in den Räumen drin. Warum die gerade gelb sind, weiß ich auch nicht. Der geht einfach hier durch und der andere sagt sich hier, nein, nein, ich gehe außen rum. Also zu einer Tür gehen. Das ist wahrscheinlich die Tür, die wir entdeckt haben. Da ist es schon. Das muss es sein. Und hoffentlich funktionieren die Waffen, die haben, weil es irgendwelche Wesen sind, das birgt. Safe room, we have a... was? At end of the room. Okay. Wie was? Ich gehe rein? Ich? Oh, nö. Oh. Oh, das ist unser altes Ich gewesen hier. Oh man. Ma! Oh! Oh shit, shit, shit. Oh.
Attention, Agent, get out of there immediately. Keep your eyes on the creature. It doesn't move when it's being... You need to activate the 6 security layers to open the portal. GPS has been turned on, and remember, don't take your eyes off the creature. Oh, no. No, no, no. Wait, what? Huh? Oh, also, huh? What? Was? Ich hab dich angeguckt, du Drecksvieh. Was? Wie soll es sonst gehen? Das sind wir gewesen. Ah! Naja, scheiße. Mann, die blöde Wand. Ui, da war ein gewisses Mitglied der Gaming Lounge, ein süßes halbes Jahr alt. Und ein anderes ist da 6 geworden. Ah. Hm? Ja. Dead Ancient war das, was du nicht lesen konntest. Achso, okay. Sollst du ihm nicht in die Augen sehen? So, überlesen. Nee, ich soll ihn, glaube ich, immer angucken. Ja. Hä? Wieso lebst denn du noch? Hallo? Ist das jetzt anders? Aha. Das ist doch scheiße. Das dürfte sich doch gar nicht bewegen, das Vieh. Mann, ey, das ist echt blöd. Nee, das finde ich nicht gut. So hell da drin, ja, ist die Taschenlampe. Okay, also wie gesagt, ja auch noch ein paar Minuten Versuche, ja. Ja, aber bei manchen funktioniert das, dass du dann hier wirklich...
Ja, also. Hauptsache, das teleportiert nicht. Ja. Ja, ich sehe dich, du. Oh, wow, okay. Oh no. Na. Was? Wow. Der bestimmt schon hier das. Naja, da ist es schon. Und das auch noch durch durch beide Fenster. Oh. Das ist auch nicht so gut. Du blödes Vieh. Du sollst nicht tanzen? Da hinten, ja, ich sehe den Schalter. Da ist er. Ist es jetzt aktiviert? Bleib weg. Nein, du sollst weg. Oh Gott, kann ich hier nicht weiter? Doch, hier. Eine Wand. Na. Ja. Also man darf halt wirklich nicht zu nah ran. Ja. Geh weg, geh weg. Ah. Mal schön Abstand. Ah, da hinten. Ist das der? Ja, das ist der. Ja. Oder war ich hier schon? Ja. Wow. Du blödes Vieh. Ja, du brauchst mich gar nicht so angucken.
Also mit so einer Verdunklungsmaske schlafen. So, wo muss ich jetzt noch hin? Da lang? Hier rüber? Oh. Oh man. Ja. Das ist schon fies. Oh, da hinten, warte mal. Ah, da konnte ich gucken und dann hier umschalten. Weg, 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 weg. Na, ich glaube, näher darf es nicht sein. So, da und da. Na toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Durch was? Oh Gott, ey. Aber warte mal, ich kann direkt gerade zurück. Oh, direkt hier, cool. So, jetzt nur noch eins. Oh Gott, Mann, hör auf, ey. Ah, scheiße, ey. Wow. Irgendwo steht sie schon. Naja. Da hinten. Oh Gott, ey. Am Ende kommt bestimmt wieder was Fieses. Oh, du verdammtes Stück Scheiße, ey. Mist. Gut, mache ich jetzt nicht nochmal. Na gut. Boah, das hat mich jetzt mal erschrocken. Ah, verdammt. Aber fand ich schon ziemlich gut, ja. Also man müsste dann wahrscheinlich nochmal ein paar größere Wege gehen, beziehungsweise die so lange mitnehmen, dass das Vieh dir ein bisschen folgt. Man sieht, das wird dann an so einer Stelle dann unfair. Dass ich das jetzt so lange nicht gesehen hatte und plötzlich, naja, wirst du trotzdem umgebracht. Das ist natürlich nicht so cool gemacht. Es müsste dann, wie gesagt, irgendwo auftauchen. Ja, das wäre dann schon, das wäre dann schon besser. Das wäre vor allen Dingen dann auch ein bisschen fairer. Aber so dann einfach wie aus nichts, zack. Wie gesagt, nur noch eins gewesen. Dann hätte man das gepackt. Naja, wir machen beim nächsten Mal mit dem nächsten weiter. So, wir können mal kurz schauen, wie viel sind sie jetzt eigentlich noch? Also das werde ich am Ende machen, weil da irgendwas nicht ging. Achso, nächstes Mal geht es dann mit Super Trashman weiter.
The Trash Man. Na, okay. Durch den Mond. Passende Phase. Oh. Tweety der Hellseher. So ist es. Das stimmt. Na dann, guten Nacht und Schlaf gut. Ja, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und dabei sein mit einer weiteren Runde Trash Horror Collection oder Cash Horror Collection, je nachdem, was man so hört. Ja, ja, waren wieder ein paar nette Sachen auf jeden Fall mit dabei. Und ein paar seltsame Dinge. Ja, das wird es dann bestimmt auch mal auf der Tube geben. Dann guckt euch das da nochmal an. In anderer Geschwindigkeit. Und ja, beim nächsten Mal machen wir dann mit dem Titel weiter, den ihr hier gerade seht. Super Trashman. Dann schauen wir mal, wie weit wir gehen für ein Geschenk unseres Sohnes. Was wir da alles unternehmen. Dass er unter dem Weihnachtsbaum sein Geschenk bekommt. Ob er sich's verdient hat oder nicht, das werden wir dann in der nächsten Geschichte sehen. Und ja, bis dann. Angenehme Nachtruhe. Eckes, vielen, vielen Dank für die Wacht am Abend. Und Sarah, danke fürs Rein. Fürs Reinspringen. Ich muss gerade mal kurz hier gucken. Irgendwas hat hier geblinkt. Und ja, ebenso dir eine angenehme Nachtruhe. Kommt gut in den Sonntag rein, der jetzt schon seit 9 Minuten gültig ist. Und dann sehen wir uns bei einer weiteren Episode zur THC. Oh, das klingt irgendwie falsch. Trash Horror Collection Nummer 3. Dankeschön, das war's jetzt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Twitcher live aus der Gaming Lounge. Und